Mein Name ist Thorsten Butsch und ich erzähle jetzt etwas zum Thema Licht an Grenzflächen. Wenn ich zwei verschiedene Materialien habe, zum Beispiel Luft und Wasser, dann habe ich dazwischen eine sogenannte Grenzfläche. Wie der Name schon sagt, trennt diese Fläche das eine Material vom anderen ab. Wenn jetzt Licht auf so eine Grenzfläche kommt, können verschiedene Dinge passieren und das schauen wir uns jetzt an. Die erste Möglichkeit heißt Transmission. Das ist, wenn das Licht auf diese Grenzfläche trifft und durch sie hindurchdringt und sozusagen damit in das zweite Medium gelangt. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Absorption. Absorption bedeutet, dass das Licht, wenn es auf diese Grenzfläche kommt, dort sozusagen verschluckt wird. Bei der dritten Möglichkeit, der Reflexion, unterscheidet man zwischen der gerichteten und der ungerichteten Reflexion. Bei der gerichteten Reflexion wird das Licht nur in eine Richtung von der Grenzfläche zurückgeworfen. Bei der ungerichteten Reflexion wird das Licht in verschiedene Richtungen zurückgeworfen. Fassen wir das nochmal zusammen. Wenn Licht auf eine Grenzfläche kommt, Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Materialien, zum Beispiel Luft und Wasser, Luft und Glas, dann können verschiedene Dinge passieren. Zum einen hätten wir die Transmission, also das Hindurchdringen, die Absorption, das Verschlucken, die Reflexion, und da unterscheidet man zwischen gerichtet, also in eine Richtung zurückreflektierend, und ungerichtet in alle möglichen Richtungen zurückreflektierend. In der Regel hat man aber Mischformen in der Realität. Das heißt, es kommen diese Sachen nicht einzeln vor, sondern gemeinsam. Beispiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen roten Pulli habe und dieser rote Pulli würde alle Farben absorbieren, außer Rot. Und Rot selbst würde er ungerichtet reflektieren und daher können wir diesen roten Pulli auch sehen.